So, ich überlege mir gerade, ob ich die An- oder Abmoderation und sogar vielleicht immer aus dem Pool machen sollte. Nee, aber Spaß beiseite. Hier muss man wirklich nach einer halben Stunde arbeiten, bist du so nass geschwitzt, dass du da ab und zu einfach mal in eine Wanne springen musst, in eine große. Und da der ja bald alternativ komplett angetrieben wird, also hier hinten habe ich ja schon, Moment, da sind ja die Paneele und unter dieser. Da habe ich gerade eben noch eine Steckdose installiert, damit auch meine ganzen hoffentlich zahlreich zu erwartenden Gäste hier das Gefühl haben, dass sie direkt den Strom von der Sonne zapfen. Machen sie ja auch, aber dann sieht man das halt mal, ne? Da wird der Strom direkt von unterm Panel genommen. So, also Balkonkraftwerk ist fertig. In Hütte sind wir auch soweit fertig und deswegen werde ich mich jetzt gleich, nachdem ich mich noch ein bisschen abgekühlt habe, werde ich mich an die große Solaranlage packen. Also, reingehauen. Bis gleich bei der Installation. Nimmt auf, ne? Jo. So, nach der grandiosen Anmoderation und nachdem ich jetzt hier 3 Wochen in der Hütte bin, ihr merkt, der Sound ist spitze hier, Licht ist auch spitze, habe ich da oben hingehängt. Und mal gucken, wie sich entwickelt. Jetzt wird die große Anlage gebaut, nachdem ich die Guerilla-Anlage schön präsentativ am Pool aufgebaut habe, den Hänger mit seiner kleinen Inselanlage auch noch in meine Garagenbeleuchtung eingebunden habe, kommt jetzt die Hauptversorgung. Die hier. So, alle 3 Anlagen kennt ihr ja. Könnt ihr euch beim YouTuber Lars angucken oder bei mir. Hier Lars, da Logo. Ne? Und Links sind unten in der Beschreibung. So, wie gesagt, da die Anlage ja eigentlich bekannt ist, werde ich da keinen großen Zampano machen. Hier kommt meine Hauptanlage mit dem dicken Wechselrichter hin. Kann man den sehen hier? Hier ist der Laderegler und der große Quattro. Und die, wie soll ich sie nennen? Mal gucken, wie heißt das denn? Die PV-Combiner-Box. Die hänge ich hier hin. Die Solarkabel werde ich höchstwahrscheinlich hier über die Tür rüberziehen zu der Combiner-Box und die 230er, die werde ich hier rumziehen. Oder vielleicht auch über die Tür, mal gucken, weil die beide mehr oder weniger gleich hier durchgehen. Hier unten drunter ist direkt der Hausanschlussraum, habe ich einen kurzen Weg. Das Dach ist direkt hier rüber, habe ich auch einen kurzen Weg für die PV-Paneele. Ja, Paneele, ich weiß ja gar nicht, wie ich die aufs Dach kriegen soll. Aber da lassen wir mal einfallen und zwar knall ich die erstmal so lange draußen auf die Wiese, bis ich eine Idee habe oder ein Werkzeug, sprich Hubsteiger oder ähnliches, um die Dinger dann möglichst elegant draufzukriegen. Ich habe keine Lust mehr, auf dem Dach rumzukraxeln und das Dach sieht auch nicht so aus, als wenn das viel Kraxelei verträgt. So, gut, genug geschwätzt. Wir machen wieder hier, ach Gott, muss ich jetzt mal nachdenken. Hyperlapse. Und wenn irgendwas Besonderes ist, nehme ich meine Pocket und macht da mal ein bisschen was aus der Nähe. Also, reingehauen, auf geht's. Spoiler nach hinten und los geht's. So, was ich vorhin noch vergessen habe zu erwähnen, ich mache mal zu, damit ich so laut ist. Warum habe ich den Standort hier ausgesucht? Erstmal, weil ich genau zwischen Zählerkasten bzw. Hausanschlusskasten, sprich Sicherungskasten und Dach bin. Das heißt, die DC-Wege, die werden extrem kurz. Dann. Hier kann man gut auf den Kacke hauen. Da ist nämlich direkt hier die Küche, nebenan ist direkt die Küche, eine große Küche. Da ist direkt das Wohnzimmer. Und ich habe ja schon die Guerilla-Anlage, die habe ich ja schon an den Pool rangehängt, damit man mal was sieht. Weil Solaranlagen, dieser wichtige Teil der zukünftigen Energieversorgung, der ist hier mal so, der ist ja immer so, wie sagt man so, der haut nicht so auf den Busch, der ist so unsichtbar. Da kann man halt nicht wirklich mit auf den Busch kloppen, oder auf Deutsch gesagt auf den Kacke hauen.
sieht halt keiner die Technik, weil die Paneele sind auf dem Dach und das Zeug ist meistens irgendwo im Keller, da wo halt das Zeug ist oder die Technik ist, die dafür sorgt, dass so eine Hütte überhaupt bewohnbar wird, in Anführungsstrichen. Und da habe ich mir gesagt, da muss ich mal ein bisschen was tun, weil gerade auch hier sind eine Menge Leute, die sind da mit der ganzen PV, das finden die alles, das ist alles. Der ist Hexenwerk und das funktioniert nicht und nee, das geht alles nicht. Und dann kann ich die Leute hier mal einfach hier reinführen, ne, wenn die da sind, sagen wir hier und so und da und dies und so, funktioniert das deswegen. Und noch ein anderer Punkt ist, in Anführungsstrichen der Keller, das Haus, das hat hier nicht wirklich einen Keller. Ich bin jetzt hier in der ersten Etage und unten drunter im Erdgeschoss ist der sogenannte Keller. Wir sind hier in den Tropen, das heißt, da ist feucht. Vielleicht seht ihr das hier, also wir haben jetzt 25 Grad und ich bin komplett nass geschwitzt. Bei dem Ding ist das kein Wunder. Obwohl ich jetzt hier nicht wirklich stark körperlich arbeite. Sprich, wir haben hier eine verdammt hohe Luftfeuchtigkeit. Und ich möchte nicht, dass die ganze Elektronik auf Deutsch gesagt in den Arsch geht. Und hier in der Küche, da habe ich eine Klimaanlage. Und ich nutze die Klimaanlage nicht zum Kühlen, ich nutze sie nur zum Entfeuchten. Ich brauche hier keine 16 Grad oder so, ist Quatsch. Auch eine Klimaanlage muss man mit Intelligenz benutzen. Und das kann ich hiermit erreichen, dass der Raum hier keine 80% Luftfeuchtigkeit hat und hier alles anfängt zu rosten oder zu gammeln. Der ist auch ein Grund. So, ja, die schweren Sachen hängen. Jetzt werde ich mal ein bisschen mit der Wasserwaage mit dem Stift mal ein paar Striche machen. Noch die Kabel, die Rohre für die DC- und für die AC-Leitung legen, sauber machen, Batterien hinstellen. Ja. Also, auf geht's. Hehe, Prost. Zeichnen ist. Schön. Ja, ich gehe mit dem AC nicht doch hier lang. Und der DC-Weg zur Combiner-Box, der ist unwesentlich kürzer als in Warschau. Aber egal, der DC-Weg von den Paneelen wird kürzer sein. Ja, wie mache ich das? Ich mache das immer so 10 cm vom Ende kommt eine Schelle, eine Rohrschelle. Und dann gucken wir halt auf, wenn zwei Rohre sind, natürlich immer schön die Schellen gleich. Oder die Klipse. Ich mache das auch nicht so, dass ich die Klipse nur so zusammen mache und nicht anbohre. Nein, bei mir wird jeder Klips angebohrt. Allein schon, weil das hier ziemlich fette Kabel sind. Und ich finde das auch schöner. Ja, und dann teile ich halt auf. Und vor mit dem Bleistift ist besser, als mit der Bohrmaschine schon direkt loszulegen. Da kann man mal schon mal so sehen, wie das so am Aussehen tut, wenn das fertig ist. Und ich glaube, das ist okay. Und nochmal jetzt. So, und eins sage ich euch, falls sich einer fragt, warum nimmt der Idiot keinen Akkuschrauber? Aus einem ganz einfachen Grund. Das sind hier, ich sag jetzt mal ohne Wertung, afrikanische Ziegel. Da ist ein Zentimeter Ziegel und dann ist hohl. Da ist nicht viel mit Akkuschrauber. Ziehst du mal ein bisschen zu viel, dann ist das Ding nämlich direkt raus. Also ich habe jetzt einen 5er Bohrer vorgebohrt. Ich nehme einen 4er Dübel und eine 6er Schraube und damit kriege ich halbwegs ein Ergebnis mit. Wenn ich euch mal unten den Anschlussraum zeige, wenn wir da sind, dann zeige ich euch mal die Ziegel, wie die aussehen. Da ist auch nicht unbedingt so das Verhältnis 3:1 zwischen Sand und Zement. Ne? Das scheint eher 5:5 zu sein oder so. Also, weiter geht's.
So, jetzt kommen die Rohre. Und dann ist, glaube ich, erstmal Feiern für heute. Und für den Fall, dass ein Rohr zu kurz sein sollte, tada! Hier wird alles wiederverwendet. So, Rohre hängen. Sauber gemacht ist auch. Morgen aste ich die Kabel rein und werde vielleicht die Rohre noch ein bisschen sauber machen. Und bin mal gespannt, wie viele Clips ich dann wieder rausreißen werde. War vielleicht nicht die schlauste Idee, die jetzt schon reinzumachen. Aber egal, ich wollte gucken, wie das aussieht. Und ich denke, es ist gerade und es sind so ziemlich die kürzesten Wege, die man gehen kann. Und damit dann in den nächsten, damit dann im Laufe der nächsten Woche das Baby, das Riesenbaby, Ditschi wird wahrscheinlich sagen, der Baby-Titan in Funktion gehen kann. Ne? Also, weiter geht's dann morgen. Jo, ein neuer Tag. Etwas später, als ich eigentlich geplant hatte, aber jetzt ziehen wir die Kabel rein und dann ist die größte Asterei, abgesehen davon, dass ich immer noch nicht weiß, wie ich die Paneele aufs Dach kriege, dann vorbei. Und ich fange mit dem AC-Kabel an und ich habe hier viermal dick, auf jeden Fall. Fünfadeliges habe ich gekriegt und deswegen werde ich die Erde als einen anderen Null benutzen. Ich meine, das eh nur für mich ist, sieht es ja eh kein anderer. Ich werde dann auch ein bisschen Klebeband drum wickeln, dass das auch blau ist und dann passt das schon. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob man eventuell sogar die Null mit einem Kabel machen könnte, aber ich mache das jetzt einfach mal. So wie immer, weil so hat's funktioniert. Ne? Also, auf geht's! So, das AC-Kabel ist drin. Das war jetzt mal zum Üben. Ich habe auch nur zwei Klipse rausgerissen, das heißt, hier sind so ein, hier so ein, zwei Klipse, die sind jetzt nur noch für die Schönheit da. Ja, jetzt kommt DC und dann meine Combiner-Box. Da werden die Kabel hier mit schön mit Kabelschuhen angeschlossen. Und das wird ein bisschen etwas mehr more complicated werden. Wenn ich mich recht entsinne, passen die so gerade eben in das Rohr rein und ich muss da auch ein bisschen Gleitmittel reinmachen, sonst läuft das nicht. Also trocken geht das nicht. Aber ich habe es schon einmal geschafft, warum soll ich es nicht ein zweites Mal schaffen? Also auf geht's. Boah, Alter, war das eine Asterei, mal ehrlich. Ja, und ich bin knapp einen Meter zu kurz, da muss ich hier oben eine kleine Verteilerdose machen oder mal gucken, kriegen wir schon niemand hin, habe ich ja vorher auch gemacht. So, das Schlimmste ist, glaube ich, vorbei. Da kann ich morgen die Batterien hinstellen, die Kabel machen und das hier schon mal alles so weit verdrahten, dass das schon mal passt. Ja. Ja, also, bis dann. Jo, weiter geht's. Wir müssen ja fertig werden, ne? Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn man mal eine Nacht drüber geschlafen hat, ne? Dann kommt man gleich viel bessere Ideen. Ich wollte ja eigentlich erst hier übrigens hier eine gebrauchte Dose, die Erdbuch verwertet alles wieder. Ich wollte ja eigentlich die Verteilerdose hier oben hin machen, damit ich verlängern kann. Aber ich denke mir jetzt, weil ich so ungern lange Kabel kürze, werde ich die in den Bereich machen, wird halt hier einfach das Rohr gekürzt und dann passt das schon. Ne? Dann läuft das. Ein paar neue Batterieklemmen dran, mit Schrauben zusammengehauen. Natürlich haben wir die entsprechende Presse dafür.
Und ich würde sagen, dann lege ich mal los und dann mal gucken, vielleicht ändern wir die Perspektive, damit man mal ein bisschen hier... Ist dann, glaube ich, auch dein erster Aufbauvideo, was ich überhaupt mache von der Anlage. Ihr kennt die ja sonst noch auch zusammengebauten Zustand. Und bei einigen Sachen muss ich immer wieder mal ein bisschen nachdenken, wie das noch war. Aber das kriegen wir schon alle hin. Ne? Also, auf geht's. So, ihr lieben Leute, Solarkabel sind angeschlossen zur Combinerbox. Ne? Der lange hier ist Plus. Der kommt an meinen Solar Charger, 150 Volt, 85 Ampere. Also der verpackt schon einiges. Deswegen schalte ich auch drei Panels in Reihe, um den Kabeldurchmesser möglichst dünn halten zu können. Von den Paneelen zur Combinerbox. So, die Kiste ist relativ einfach zu verdrahten. Was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn man diese Kabel hier in die Klemmen reinmacht, da muss man echt aufpassen, dass wirklich alle Litze reingehen und dann nicht außer dem Kutschus besteht. Ich finde auch den Zugang zum Netzwerk hier, den hätte man ein bisschen weniger fummelig machen können, weil nämlich ausgerechnet dieser Clip hier, der ist hinten, rein geht gut. Raus aber nicht. Ist natürlich nur für jemanden interessant, der regelmäßig sein Ding auf- und abbaut. So, an dem hängen alle meine Paneele dran. Der Kollege hier, habe ich ja schon mal gesagt, mein Titanenbaby. Ist auch super easy eigentlich zu installieren. Batterie plus, Batterie minus. Der kann sogar zwei Wechselspannungsquellen als Eingang haben für den Fall, dass mal was nicht funktioniert. Ja. Hier ist die Haupteingangsquelle. Hier könnte man zum Beispiel Generator anschalten und hier ist der Hauptausgang. Auch alles super easy. Die ganzen Sensoren werden einfach angeklickt. Und hier habe ich meine Nummer, die beiden Steckdosen, die habe ich einfach mal dran gemacht, damit ich mal, wenn ich einfach mal Strom habe. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, werde ich aber auch nicht groß ändern. Und hier sieht man auch die Farben von meinem 4x auf dick. Na, der schwarze und der, was ist das, pink oder so, die wären mein Solar, sprich Inverterausgang. Und der grün-gelbe und der braune werden mein, für den Fall, das Wechselstromeingang. Und da werde ich alles drüber knallen. Das Ding hat 10 kW. Okay, ich habe jetzt hier einige Klimaanlagen laufen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die alle gleichzeitig laufen, ist relativ gering, weil ich ja alleine hier bin. Und das passt schon. Das kriegen wir schon hin. Also in Warschau ist nicht einmal der Lüfter angegangen, das Ding ist nie überlastet worden. Ich habe hier auch einen kleinen Warmwasserspeicher, der kriegt eine Zeitschaltuhr und der wird dann so getaktet, auch mit den Klimaanlagen, dass nichts gleichzeitig läuft. Und wenn man die Gleichzeitigkeit relativ weit unten hält, gibt es da kein Problem. So, verdrahten war die Geschichte. Batteriebank stelle ich heute auch schon hin. Ob ich die komplett verdrahte, weiß ich noch nicht, weil das ist ja eine mega Fummelei. Auf geht's. So, der Kasten war wie immer ein Kampf. Gut, dass da ein schöner Deckel drauf ist, dann sieht man nicht so genau, wie es innen drin aussieht. Aber jetzt muss ich noch sagen, das Schöne an Afrika ist ja, ne,
Ihr kannst du ruhig machen, interessiert keine Sau. Keine Vorschriften, kein gar nichts, also im weitesten Sinne. Na? Hier bei dem Ding, jetzt sieht man ja, wo die Kabel durchgehen. Was ein bisschen schade ist, also die Klemmen sind super. Ich weiß ja nicht, ob es Ader-Endhülsen in der Größe gibt, sehr wahrscheinlich. Aber die Durchführung, dass die nicht genau in Linie mit den Lüsterklemmen sind oder mit den Klemmen. Kleines Detail geht, aber macht es ein bisschen fummeliger. So, jetzt baue ich noch die Batterien auf, aber anschrauben tue ich dann morgen. Na, also.